Heute sind wir mal wieder in der Küche und heute gibt es mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres, und zwar werden wir einen Räucherfischsalat machen. Hintergrund der Geschichte ist relativ einfach. Zu Weihnachten gab es Räucherfisch, war was über, aber nicht so viel, dass das nochmal richtig schön Portionen lang für 3-4 Mann. Also pimpen wir das ein bisschen auf. Gemüse, Salat und so weiter. Zeigen euch da noch gleich, wie eine selber gemachte Mayo geht. Einfach einen wunderschönen, frischen, würzigen Räucherfischsalat. Und hier haben wir schon für euch aufgebaut, was ihr alles braucht, um so einen Räucherfischsalat herzustellen. Als erstes natürlich ein Räucherfisch oder Rest davon. Dann verschiedenes Grünzeug und Rotzeug und Bleichzeug. Wir haben also Rucola-Salat, wir haben ein Radicchio, wir haben hier ein Chicorée. Das bringt so ein bisschen eine würzig-bittere Note rein. Wir haben fürs Frische hier eine schöne Pfefferminze ein bisschen rein, und dass wir ein bisschen Material zum Füllen kriegen. Ein Apfel hier, einen schönen deutschen Boskop, Zwiebel, Karotten. Ist überall ordentlich Zucker drin, also Zwiebel, Karotten und Apfel. Apfel bringt auch noch so ein klein bisschen Säure mit, die Zwiebel noch ein bisschen Würze. Da haben wir dann schon relativ viel Komponenten zusammen, was so einen richtig Schmackofatz Salat ausmacht. Süß, sauer, bitter, scharf, würzig. Da kommt wirklich alles zusammen. Und was wir machen werden, ist eine Mayo. Da muss auch dann die ganzen Sachen, das ist das Wichtige, alles schon draußen liegen, dass alles die gleiche Temperatur hat. Da brauchen wir Ei, Senf, Öl, Essig, als Gewürz ein bisschen Kürbiskernöl. Und wie immer beim Kochen brauchen wir auch Pfeffermühle, Salz und Zucker, und schon kann es losgehen. Das erste, was wir jetzt machen, wo wir anfangen: Äpfel, Zwiebel, Karotten klein würfeln als Grundlage. Und was wir da machen, ist ein kleiner Schuss vom Essig in die Schüssel geben, dass, wenn man das schneidet, es zum einen gleich so ein bisschen einmariniert und zum anderen gerade der Apfel, dass der nicht dunkel wird. Apfel fangen wir auch an. Ist eine relativ einfache Sache. Ich viertle die, lass aber die Haut dran. Wir sind ja hier nicht in der feinen, sondern in der geschmackvollen Küche. Und gerade bei den Äpfeln bringt die Haut nochmal richtig Geschmack. Was wir natürlich rausschneiden, ist das Kerngehäuse. Zwiebeln werden geschält und halbiert. Schmeckt die Schale nicht. Und bei Winterkarotten nehme ich auch die Schale weg, da die oft ein bisschen so, ja, partikelartig sind. Ansonsten im Sommer bei ganz frischen Karotten kann man auch wunderbar die Schale mitverwenden. Und egal was wir würfeln, letztendlich geht es immer nach dem gleichen Prinzip. Wir schneiden zuerst Scheiben, aus den Scheiben Streifen. Upsa. Und das mache ich beim Apfel hier wie bei der Zwiebel. Ich lasse am Ende ein bisschen zusammen, dass das gut zusammenhält. Und dann schneiden wir hier die Würfel raus. Hier haben wir jetzt unsere gewürfelten Gemüse. Da ist unten, wie gesagt, ein bisschen Essig drin. Ich gebe gleich noch ein bisschen Pfeffermühle dazu. Und ein bisschen Zucker. Zucker hebt da immer so richtig den Geschmack. Und dann wird es jetzt praktisch alles erstmal hier schön durcheinander gemischt. Dass zum einen der Zucker sich schön verteilt und zum anderen natürlich auch der Essig überall hinkommt und die Äpfelchen so nicht unschön dunkel werden. Hier haben wir dann noch unsere würzig-bitteren Komponenten mit Chicorée, Radicchio und etwas Rucola, alles gewaschen bereits. Wir gehen jetzt her, mit Chicorée kann man hinten einfach ein bisschen den Strunk ausschneiden, dann kann man wunderbar zuerst mal 3-4 Blätter absammeln. Genauso gucken wir beim
Radicchio. Das war so die zwei schönsten Blätter so ein bisschen wegnehmen. Das nehmen wir nachher zur Garnitur. Ebenso gucken wir beim Rucola einfach so ein paar kleine Blätter wegnehmen. Den Rucola, der ist dann im Prinzip fertig. Den braucht man ja nicht groß schneiden. Aber hier unsere anderen Salate, die schneiden wir einfach in feine Streifen. Ihr seht, die ganze Geschichte geht ruckzuck. Und zum anderen ist es auch noch schön bunt, was zu unserem bisher zusammengeschnittenen bunten Gemüse mit Karotten, Äpfeln und Zwiebeln wunderbar auch dazu passt. Allerdings werden wir das natürlich erst am Schluss dazu reingeben, weil diese Blattsalate natürlich sehr schnell auch zusammenmatschen. Was wir dann hier noch haben, ist unsere, ups, das war noch ein Rucola, ist unsere Minze. Da zupfen wir einfach die Blätter ab. Ihr seht, noch feucht, frisch gewaschen. Man muss bei der Minze ein bisschen aufpassen, weil die doch relativ dominant im Geschmack ist. Absolut tolles Gewürz, tolles Kraut, gar keine Frage. Man darf nur nicht zu viel erwischen. Ist ähnlich wie beim Salbei. Und auch hier ganz einfach in feine Streifen schneiden. Und dass sich der Geschmack schön verbindet, geben wir das auch gleich zu unserer Mischung mit den Zwiebeln, Äpfeln, Karotten, Zucker und Essig dazu und mischen das unter. Jetzt machen wir uns hier eine schöne Mayonnaise dazu, um den Salat, weil ihr wisst ja, Räucherfisch ist nicht so sehr fett und das viele Gemüse enthält ja auch kein Fett. Man muss ja gucken, dass man ein bisschen Substanz reinbringt. Fett ist Geschmacksträger. Machen wir uns eine schöne Mayonnaise. Man kann natürlich auch eine fertige Mayo kaufen, ist überhaupt kein Problem. Oder Salatcremes, die gibt es auch kalorienreduziert und, und. Ich sage aber immer, wer krank ist und deswegen auf Diät, der soll ins Krankenhaus gehen. Wir kochen hier, weil es schmeckt. Und da ist eben der Vorteil von der selber gemachten Mayonnaise ganz einfach. Sie schmeckt ganz, ganz anders als diese fertig gekauften, die eigentlich nicht mehr als Spachtel und Füllmasse sind. Da kriegt man richtig Geschmack rein und man kann sich die Mayo auch selber so zusammen nehmen und zusammenstellen, wie man es selber gerne mag. Bei mir ist es relativ einfach. Ich nehme ein Ei, nehme Senf. Der Senf ist wichtig auch als Emulgator. Ich persönlich nehme hier einen scharfen Senf. Dazu einen Schuss Essig. Ganz normales, einfaches Keim- oder Distelöl habe ich hier, das also relativ geschmacksneutral ist. Als Gewürz, als kleiner Kick nehme ich so einen kleinen Tropfen Kürbiskernöl dazu, ein bisschen Salz, Pfeffermühle, eine kleine Spur Zucker und schon geht die ganze Geschichte vorwärts. Und ich verwende hier das ganze Ei und nicht nur das Eigelb. Und wie das funktioniert und warum, werdet ihr gleich sehen. Ihr seht jetzt hier, habe ich einfach das ganze Ei in diesen hohen Becher reingegeben. Und wenn ihr das so seht, ein Ei, das sind so ungefähr 2 bis 3 Esslöffel voll Masse, was es gibt. Und er braucht dann auch, um das hinzukriegen, einen guten Esslöffel voll, wie gesagt, in meinem Fall, scharfen Senf. Und zwar, der Senf ist hier ein Emulgator. Das bedeutet, er wird nachher Fett, Eiweiß und Wasser miteinander verbinden, also aus Essig, aus dem Ei, aus dem Öl und so ermöglichen, dass die Masse richtig schön standfest wird, wie man sich das wünscht. Dann ganz einfach, das kann man nachher noch richtig abschmecken. Ein kleiner Schuss Essig für die Säure, für die Frische. Und auch wenn es ein scharfer Senf ist, den Pfeffer hier nicht das Schärfe legen, sondern einfach, weil ich in so einer Geschichte, wenn ich zu einem Räucherfisch, zu was Herzhaften, da habe ich einfach gerne noch ein bisschen den Pfeffergeschmack drin. Genauso kommt deswegen auch so ein kleiner Schuss Kürbiskernöl rein für den Geschmack. Und dann, das ist dann so ein bisschen Erfahrungssache, wie viel Öl man braucht. Ich habe das noch nie abgemessen, großartig, sondern verfahre da wirklich
erstmal draufkippen und dann gucken, was dabei rauskommt. Das Ganze verarbeiten wir dann, ihr kennt es, Rühr-, Mixstab, Zauberstab, wie immer ihr das nennen wollt. Rein damit nach unten und einfach draufdrücken. Und ihr seht schon, selbst mit dem ganzen Aal durch den Senf, wie das unten wunderbar schon zu kippen anfängt. Und dann kann man einfach ein bisschen hochziehen. Und schon haben wir jetzt eine wunderschöne Mayo. Wie ihr seht, auch standfest. Der einzige Punkt ist, wir haben es noch nicht gewürzt. Und das hat natürlich auch einen Grund. Ich wusste ja nicht, wie viel Masse es jetzt rausgibt, ob ich noch ein bisschen Öl brauche, ob ich noch ein bisschen Essig brauche. Das muss ich jetzt auch zuerst mal kurz probieren. Genial. Passt wieder mehr als eine kleine Spur Zucker, um hier den Geschmack zu heben. Und die Menge Salz, die man braucht, wird hier nicht mehr benötigt zum Fertigmachen. Das einfach nochmal schön durchmischen. Und ihr habt eine wunderbare Mayo fertig. Steht wie eine 1 und so eine frische Mayo. Also es gibt viele Produkte, die kann man auch ganz problemlos kaufen. Halbfertig, Fertigprodukte verwenden. So eine selber gemachte Mayo, wenn man sowas Tolles wie einen selber gefangenen Räucherfisch hat oder auch einen gekauften, peppt es nochmal richtig auf. Man macht es nach seinem Geschmack. Und es ist wirklich ein absolut toller, anderer Geschmack. Man hat es ganz anders im Mund als so eine fertig gekaufte Mayo. So, hier seht ihr jetzt unseren Fisch, den wir verarbeiten werden. Und zwar ist es ein sogenannter Goldlachs. Norwegenangler kennen das vielleicht mal ab und zu, ein seltener Beifang. Ab und zu kriegt man auch mal ein bisschen zu kaufen, wird also auch vermarktet, wenn er Berufsfischern als Beifang ins Netz geht. Fisch, der in der Tiefe lebt, relativ fettes, relativ schönes weißes Fleisch. Wurde jetzt geräuchert zu Weihnachten, haben wir noch einen übrig, bisschen wenig für 4 Personen, das ist ja der Grund, warum wir das hier als Salat aufpimpen. Den Fisch, den werden wir jetzt eben entgräten, enthäuten, wisst ihr ja alle, das brauche ich euch nicht großartig zu zeigen. Und dann sauber auseinanderpflücken, damit wir das richtig schön in den Salat verarbeiten können. Wunderschön runterzuheben, wie ihr seht. Schönes weißes, blättriges Fleisch. Und was ihr jetzt nicht machen solltet, hier die ganze Haut und das, was wir da alles hier wegschneiden, das werft ihr nicht weg, sondern Tipp von mir, einfach kurz mit einem Schluck Weißwein, ein bisschen Wasser aufkochen und ihr habt so einen wunderbaren Räucherfischfond. Könnt ihr zum einen verwenden, um eine Sülze draus zu machen, zum anderen aber auch, um mit ein bisschen Sahne eine richtig schöne Räucherfischsuppe zu machen. Und jetzt, wenn wir den Fisch haben, und das ist das Schöne dabei, wenn man den soweit sozusagen ausgebeint hat, einfach mit der Hand so ein bisschen auseinanderblättern. Und das Schöne hierbei ist, man merkt wirklich jede Gräte und kann die Stücke mit den Gräten, oh, hier kommen Gräten, kann man die Gräten, ihr seht es hier, die kann man dann einfach rauspulen und braucht die dann nicht mit zu essen. So, hier seht ihr jetzt praktisch unseren ganzen auseinandergenommenen Fisch, den wir schön in einzelne Stücke zerpflückt haben, sodass er eigentlich so gut wie grätenfrei sein sollte. Dazu haben wir jetzt noch unsere Mischung mit Äpfel, Gemüse und Zwiebeln. Wir haben unser Grünzeug dazu und
wir haben natürlich ebenfalls unsere leckere, selber gemachte Mayo. Und nun geht es schon ruckzuck zum Fertigstellen des Salats. Wenn es ans Fertigstellen geht, fangen wir jetzt hier an mit Äpfel, Zwiebel und Karotten, die wir ja mit ein bisschen Essig und Zucker schon sozusagen eingelegt haben. Müssen wir probieren. Leichte Säure, merkt man, Zucker merkt man. Schmeckt schön, würzig mit den Zwiebeln. Salzen müssen wir die ganze Geschichte jetzt noch. Und es reicht dann eigentlich fast schon, weil wir ja nachher noch unsere richtig schöne Mayo dazu haben. Ne? Da geben wir jetzt immer ungefähr 2 Esslöffel von dem Salat, von dieser vorbereiteten Mischung. Waren jetzt also 4 für 2 Portionen und dann jeweils einen Esslöffel von dem gezupften Räucherfisch dazu. Geben da, ich würde jetzt mal schätzen, einen halben Esslöffel Rucola und so nochmal einen guten Esslöffel hier von unserem Radicchio und Chicorée, den wir zusammengeschnitten haben, dazu. Dann, das sind jetzt für jeweils 2 Portionen, 2 Esslöffel unserer gehaltvollen Mayo und das jetzt vorsichtig untereinander heben. Dass es nicht zu toll zusammenpappt mit der Mayo, dass es noch ein bisschen frisch und locker aussieht, auch mit den Salaten drin. Dann gehen wir her, nehmen hier unseren Teller, haben als Garnitur, können wir hergehen, nehmen wir so unsere vorbereitete übrig gelassene Salate, die wir da hatten und jetzt einfach unseren Räucherfischsalat drauf. Und Leute, was sagt er denn? Das sieht doch mal schon richtig geil und frisch aus. Dazu kann man Reibekuchen genauso schön essen wie ein Stück Brot, ein Stück Baguette, ein bisschen Flätchen. Wunderbare Geschichte und damit kommen wir auch definitiv mit wenig Fisch relativ weit.